gonna take on the world. Die Strenge der Gesetze wird dadurch ausgeglichen, dass man sie nicht unbedingt einhalten muss. Das sagte der große russische Satiriker Saltykov-Schtschedrin vor langer, langer Zeit. Er bezog es auf Russland und in der Sowjetunion war es dann später ähnlich im real existierenden Sozialismus. Und daran muss ich heute denken, wenn es um das Thema Masken geht. Denn auch da gehen Regeln und Realität in Deutschland relativ weit auseinander. Wir haben ja diese relativ einmalige Situation, dass Deutschland als, ich glaube, fast einziges oder als eines von ganz wenigen Ländern in Europa in Flugzeugen noch eine Maske vorschreibt. Wenn man nicht im Regierungsflugzeug ist und wenn man nicht Bundeskanzler ist, Wirtschaftsminister oder jemand aus dem Begleitdross an Klakören, Entschuldigung, Journalisten heißt das, oder aus dem Hofstaat, dann darf man auch ohne Maske fliegen, weil dann irgendwelche Bundeswehrregeln wichtiger sind als das Gesetz. Aber laut Gesetz nur mit Maske, ab 1. Oktober sogar nur mit FFP2-Maske, wenn die Regierung ihre Pläne durchbekommt, und zwar offiziell auf allen Flügen, die in Deutschland starten oder in Deutschland landen. Das Problem ist nur, was heißt Problem? Ich sehe es als Segen, dass sich viele ausländische Fluglinien darum einen feuchten Kehricht kümmern, wie meine Großmutter das genannt hätte. Ich habe das schon, ich glaube, im Mai oder im Juni, was habe ich es erlebt, Flug mit der polnischen Fluggesellschaft LOT. Ich gehe an Bord, mit gequältem Gesicht ziehe ich meine Maske raus und die Stewardess sofort, ah, you don't need it, also brauchen Sie nicht hier an Bord in Berlin. Und genauso auf dem Rückflug. Und genauso habe ich das mit Austrian erlebt, der österreichischen Fluggesellschaft. Und jetzt wird es ganz offiziell, die Swiss, ausgerechnet eine Lufthansa-Tochter, die sagt jetzt ganz offen, dass sie pfeift auf diese deutschen Regeln. Und warum? Das hat auch was für sich. Sie sagen, die Flugzeuge, auf denen gilt Schweizer Recht, egal wo die landen. Es ist sozusagen Schweizer Hoheitsgebiet und sie lassen sich da nicht reinreden. Sie zeigen also denjenigen in Deutschland, die diese ganz strengen Regeln durchsetzen, Lauterbach und Co., einen bestimmten Finger, den wir hier nicht näher benennen wollen. Sie ahnen, welcher Finger das sein könnte. Und zum großen Thema wurde das jetzt, weil ein Journalist einer Schweizer Zeitung an Bord ein Foto machte, wo er sagte, nur 10% haben Masken, aber, so sagte er da auch auf Twitter, wir gehen tolerant mit denen um, die eine Maske haben. Und wenn man sich das jetzt genauer anschaut, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Italien, Polen, keine Maskenpflicht an Bord. Auch bei der Finnair berichten Reisende, dass man das auf den Flügen nach Deutschland nicht einhält. Und das zeigt, wie absurd das Ganze ist. Also man hat auf der einen Seite eine Regel, auf der anderen Seite ist die lebensfremd und wahrscheinlich ist es so, dass bestimmte Erreger nur in deutschen Luftverkehrsschiffen sich besonders vehement ausbreiten und in anderen nicht. Wenn man das jetzt zu Ende denkt, müsste es da ja katastrophale Zahlen geben aus diesen Ländern, die das ganz anders handhaben, aus der Schweiz, aus Wien, aus Großbritannien, aus Frankreich. Aber es gibt diese Zahlen nicht. Und ein Freund von mir ist vor kurzem geflogen, zum Beispiel mit EasyJet, und er sagte, er wurde dann sogar noch am Anfang sofort ermahnt von der deutschen Crew in EasyJet, dass sie sich nicht, dass das bei ihnen nicht durchgehe, wenn jemand da die ganze Zeit trinken wolle, die Maske gehöre aufgesetzt. Also so ein gewisser, ja, das geht schon Richtung Sadismus oder Obrigkeitsstaat, also autoritärer Charakter, jemand, der das Ganze dann massiv durchsetzen will
und der seine Freude hat an solchen Regeln. Und es lebe die Swiss, es lebe die LOT, es leben die Fluggesellschaften und auch die Länder, die vernünftig sind. Ich hatte ja gestern schon einen Bericht darüber, Frankreich hat die praktisch für beendet erklärt, das Ganze, auch die Maßnahmen abgeschafft in Großbritannien. Inzwischen ehemalige, damalige Regierungsmitglieder bitten um Abbitte, regelrecht Zeitungen singen hohe Lieder auf solche Ketzer wie euch, wie meine Wenigkeit, und die Deutschen erinnern an diese alten japanischen Krieger, die noch Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg im Dschungel in den Philippinen oder in Indonesien diese Schlacht weiter führten. Ich hoffe, dass Vernunft einkehrt. Apropos Vernunft, schaut euch das an auf meiner Seite. Es gab ein Video der Berliner Feuerwehr von zwei Leuten aus der Berliner Feuerwehr, Whistleblower, die sich massiv beschweren über die heiklen Themen, über die Zustände dort und auch über das Thema, das man hier nicht erwähnen darf. Ihr wisst, welches Thema das ist. Das Video wurde auch gelöscht auf YouTube, aber man sieht es noch in anderen Kanälen und Artikel gibt es dazu auf meiner Seite. Vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst ein Abo da. Macht die Glocke an, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich online bin. Und jetzt mache ich sehr viele Videos im Moment. Ich weiß nicht, ob ich das so durchhalte. Die einen sagen, sie sind zu lang, die anderen sagen, sie sind zu kurz. Die einen sagen, ich spreche zu schnell, die anderen sagen, ich spreche zu langsam. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dann wird es schon irgendwo in der Mitte richtig sein. Aber vielleicht auch da ein paar Anregungen von euch. Zu viel, zu wenig in diesem Tempo. Ich werde das nicht immer schaffen, ist ja im Moment fast täglich, aber doch oft oder weniger. Livestreams, beim letzten Livestream waren es jetzt nicht so viel. Also mir scheint dieses kurze Format hier doch noch mehr gefragt zu sein. Also einfach eine kurze Nachricht, was ihr euch wünscht. Und nicht böse sein, dass ich nicht auf alles antworten kann. Und dass ich auch nicht jedem die Wünsche erfüllen kann, weil dann müsste ich mich verhunderttausendfachen, dass ich Deutsch noch richtig kann, weil es sind ja viele Abonnenten. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und einen Witz. Karl Lauterbach ist immer noch Bundesgesundheitsminister. Entschuldigung, aber ich halte das für einen Witz, für einen sehr schlechten, für einen sehr traurigen, aber es ist ein Witz. Das war mein heutiger Witz. Danke, ciao. Und den Ausschaltknopf wieder nicht gefunden, aber jetzt schaffe ich es. Achtung, 1, 2, 3.